Genau, vielen, vielen Dank. Genau, Kameraüberwachung, das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema bei uns in der Tech-Szene. Genau, sie wird ganz oft eingesetzt, wenn es auch eigentlich datensparsame Lösungen gibt. Und anscheinend hier in der Region, in Mannheim, gibt es relativ viel öffentliche Kameraüberwachung. Genau, es gibt aber auch Momente oder Situationen, da kann diese Technologie vielleicht aber auch hilfreich sein. Und die nächste Gruppe hat sich damit auseinandergesetzt. Und ihr Projekt Notfallkamera stellen jetzt vor Alexander, Antonia, Finja und Marlin. Einen großen Applaus für euch. Genau, willkommen zu unserem Konzept. Wir haben so ein Konzept aufgestellt, da wir uns gestern ganz ausführlich mit Python beschäftigt haben. Wir wollten uns da ein bisschen reinfuchsen und einfach gucken, wie das geht. Deswegen stellen wir euch trotzdem jetzt unser Konzept, die Notfallkamera, vor. Also, wie sie schon gesagt hat, in unserem Konzept geht es um eine Notfallkamera. Also eine Kamera, die quasi angeht, wenn die Originalkamera verdeckt ist oder einen Stromausfall gibt oder sowas. Und dadurch wird die Sicherheit von Objekten und Menschen garantiert, zum Beispiel in Museen oder Schulen. Und wir steuern das Ganze mit Raspberry Pi und Python. Ja, genau. Wir haben natürlich einen Code für Python entwickelt und da haben wir einen While True. Das ist wie ein Loop, nur dass es unendlich läuft. Und dann macht er halt durchgehend Bilder und guckt dann, ob es dunkel ist. Und wenn es dunkel ist, kann es zwei Gründe haben. Entweder es wurde besprüht oder verdeckt oder es ist einfach normal, wenn es Abend wird, halt dunkel geworden. Und dann guckt er, wenn es besprüht ist, dann geht hier die Kamera an und wenn es halt normal ist, dann passiert halt nichts. Genau. Also wir wissen natürlich, dass Datenschutz ein großes Problem ist, da halt die persönlichen Daten nicht wirklich gerne gesehen werden. Genau, es gibt ein großes Problem und zwar die Unterscheidung zwischen der Dunkelheit und dem wirklichen Verdecken. Wir wollen ja genau dem entgegenwirken, falls die Kamera verdeckt, gebrüht wird, dass dann eben unsere Backup-Kamera in Gang gesetzt wird. Wir haben uns überlegt, wie wir das lösen und kamen dann auf die mathematische Lösung. Ihr könnt hier an unserem Graphen sehen, einmal die blaue Linie, das ist, wenn eben normale Dunkelheit eintritt. Das heißt, bei langsamer Verdunkelung der Umgebung sinken eben diese Dunkelheitswerte langsam. Wenn jetzt aber zum Beispiel eine Kamera von außen besprüht werden würde, dann würden diese Werte eben rasant sinken und dadurch würde dann unsere Backup-Kamera aktiviert werden. Genau, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr jetzt oder nachher gerne auf uns zukommen.